Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die Unique-Funktion in Google Sheets vorstellen. Und wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch zahlreiche Videos über Google Docs oder Word Online. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Mit der Unique-Funktion kannst du alle einzigartigen Ergebnisse in einem Zellenbereich ausgeben lassen. Das bedeutet, ich habe hier mal eine ganz kleine Tabelle vorbereitet und zwar mit Namen. Und die sind schon mal über 30 Namen oder gut 30 Namen, die ich hier habe. Also man muss auf jeden Fall scrollen. Und ihr seht jetzt, hier gibt es Peter, Bertha, Heinz, wie auch immer. Es könnte ja sein, dass die alle eine Aufgabe erledigen und ihr möchtet jetzt aber wissen, wer hat denn überhaupt an dem heutigen Tag, ja, wenn die Aufgabe an einem Tag erledigen, wie viele haben denn da überhaupt mitgemacht, beziehungsweise wer hat denn da überhaupt alles mitgemacht? Und wenn die Liste natürlich noch mehr als 30 Einträge hätte, vielleicht 300 oder 3000, dann möchte man natürlich nicht einzeln durchgehen und irgendwie Strichlisten führen, wen habe ich jetzt schon gezählt und wen nicht. Und dafür gibt es die Unique-Funktion in Google Sheets und dafür tippt ihr einfach in eure Zelle ist gleich Unique, also Uni, Q, UE und Klammer auf und wählt dann den Bereich aus. Wir wählen jetzt hier einmal die gesamte Spalte A, außer Zelle A1, weil logischerweise die, ja da steht Namen drin, das möchten wir nicht. Und dann tippt ihr einfach euren Zellenbereich dort ein und drückt anschließend Enter und dann sucht Google Sheets euch die ganzen einzigartigen Ergebnisse raus und wie wir sehen, ist das einmal, sind das insgesamt nur 6 Leute, die hier sind und das wären Peter, Heinz, Bertha, Klaus, Sabine und John in diesem Fall und die Funktion gibt das jeweils in den Zellen darunter aus, also ihr habt hier keine Möglichkeit zu sagen, ja schreibt das in die ganze Zeile, nein das geht alles in die Spalte. Das wird alles darunter geschrieben in die Spalte. Und wenn wir natürlich jetzt hier einmal den Heinz nehmen und den schreiben wir jetzt hier einfach mal nicht mit Z, sondern mit S, dann sehen wir, wird der Heinz mit S hier auch noch hinzugefügt, weil das ist natürlich nicht derselbe Name bzw. dieselbe Zeichenfolge und deswegen wird dann dieser hier noch mit aufgenommen. Die Funktion ist auf jeden Fall sehr nützlich, wenn man eben wie hier eine Liste hat mit ganz vielen Namen, in denen doppelte Einträge vorkommen und ihr möchtet einfach wissen, welche Namen kommen denn überhaupt insgesamt vor. Ihr könntet jetzt noch die Anzahlfunktion darauf anwenden, dann wüsstet ihr auch direkt, wie viele Leute das insgesamt sind als Zahl. In dem Fall wäre es dann natürlich 7. Das war es auch schon zu diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest. Jeden Dienstag und Donnerstag um 16 Uhr kommt ein neues Tutorial online. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao.